Moin zusammen, es geht jetzt weiter mit dem Challenge-Mode. Wir gehen wieder zu dritt nach Edgefield und wir haben null Beweise. Ist so, wie wir eigentlich sonst auch immer spielen, außer dass sich hier der Geisterraum wechseln kann und die Sanity Drain was schneller und wir können sprinten. Aufgaben sind machbar. Breakers in der Garage. Nein, nein. Okay, ich mache dann schon mal den Brecki an. So. Beim Brecki ist ein Versteck in dem Schrank. So, lass man hier auch das Licht an. Okay, hier ist nichts. Ist da kein Versteck? How old are you? 52. Goodbye. Goodbye. Der Gast ist 52, müssen wir uns merken, wegen Faye. Haben wir auch noch einen Versteck. Also Garage und Keller ist verfügbar. So. Die Tasse kommt von hier. Also von dem Tisch hier. Da steht sie eigentlich. Das heißt, er könnte im Flur hier sein oder in dem Raum. Oh Gott, der Flur, das ist ein scheiß Geisterraum, vor allen Dingen für Banshee. Das ist so schwer dann zu ermitteln. Wir brauchen Verstecke auf jeden Fall. Ich glaube, hier Atem im Flur. Okay, wir bauen wieder als Speckraum den gleichen Raum auf wie vorhin, ganz hinten durch den. Ah, das wird eine Prozedur. Es wird so schwer, einen Banshee hier zu testen. Man wird ja nie genau wissen, wo der gerade rumläuft. Oh mein Gott, wie sollen wir denn die Türen überwachen? Denk dran, ein Kruzifix in den Speckraum tun. Meinst du das Salz oder was? Ja, das Salz, das Salz. Ja, ich habe schon eins da hinten hingetan für Banshee-Test. Den Rest kannst du hier verteilen. Ihr müsst schauen, dass ihr die Kameras einigermaßen gut verteilt, weil wir müssen irgendwie die Türen im Blick behalten. So. Da hinten unser Versteck. Am besten machen wir auch mal alle Türen auf, falls das ein Murray ist. So, dann das, dann das, dann das. Na, gib doch ab. Du Arschkeks! Ich kann jetzt nicht genau einordnen, ob das ein Airball war. Hat mir da unten gerade ein Event gegeben. War das der Brecki? Ja. In der Garage. Kannst du, wenn du wieder hochkommst, das Ouija-Board dann mit hier hochbringen in den Speckraum? Ist der schon ins Salz gelatscht? Ich habe gerade einen Whisper bekommen. Kiki, kannst du vorher mal kurz die Sanity checken, ob die bei mir runtergeht?
Das Event war auch sehr früh, kein Shade. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Airball vorhin war. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einen Schritt gehört vorher. Es klang wie ein Airball. Okay, bleibt die Sanity stabil oder geht sie runter? Stabil. Okay, kein Moroi dann. So, Küken macht er gerade Fotos. Im Speckraum sind die Parabols, falls ihr da noch die Whispers farmen wollt. Gar nicht. Ich brauche, glaube ich, noch 8 oder so. Okay, jetzt brauche ich nur noch 7. Oder vielleicht sogar nur 6. Der kommt aber nicht zu mir hier. Das liegt unten im Flur, glaube ich. Da habe ich es zumindest zuletzt liegen gelassen. Wir beobachten ihn jetzt erstmal noch ein bisschen. Das Ouija-Board benutzen wir dann später. Dann fragen wir nochmal nach dem Alter. Das war jetzt 52, war das Alter vom Geist. Dann frage ich den nachher später nochmal. Dadurch wissen wir dann, ob es ein Fey ist. Aber irgendwie... Sehr merkwürdig. Naja, wir beobachten ihn mal ein bisschen. Bis gleich. Da stand er aber schön am Bett. Also es ist kein Phantom, ne? Ich war kurz davor, ein Foto zu schießen. Hast du ja schon eins geschossen. Das wäre jetzt ein schönes Foto daneben gegangen. Ja, ich hatte die Kamera in der Hand, weil ich das Board gerade fragen wollte. Der wird jetzt gleich hier in das Salz laufen, wenn er rausgeht. Der ist noch hier. Oder ist er über das Salz geflogen jetzt? Ich glaube, der ist noch hier. Also ein Shade ist es, glaube ich, nicht. Der hat ja schon 2 Events jetzt gemacht. How old are you? Goodbye. Immer noch 52, also kein Thay dann. Thay wäre dann auch raus. Ah, jetzt geht er. Hä? Warum hat er dieses Salz hier nicht ausgelöst? Der hat den Sensor ausgelöst beim Rausgehen, aber nicht das Salz. Ist das ein Mimik, der gerade einen Wraith nachmacht? Oder ist er dem Salz einfach nur ausgewichen? Ich guck mal kurz manuell. Wow, das wollte ich nicht. Ich wollte T drücken, Mensch. Das ist sehr merkwürdig. Ich sehe aber keinen Orb hier. Hallo! Jetzt ist meine Sanity wahrscheinlich ganz am Arsch. Ich glaube, meine Sanity ist jetzt hinüber. Das war jetzt, glaube ich, schon das zweite Event, was ich von dem abbekommen habe. Hier von der Salz hast du schon fotografiert, ne? Nee. Dann kannst du es ja noch machen. Das ist das Album voll. Ja, okay. Wir bräuchten noch einen Polti Highway eigentlich. Na, ja, kann ich ja jetzt noch schnell machen. Ja, sei aber vorsichtig, der könnte bald hunten. Unsere Sanity ist wahrscheinlich sehr niedrig. Ich muss auch noch Witchy-Bomben machen, ne? Was, ist das eine Daily? Eine Antwort vom Board oder was? Ja, dann kannst du ihn ja fragen, wie alt er ist. Wie macht das Ding denn rein? Einfach nur mit der Maus draufklicken auf das Board. Draufziehen und draufklicken.
How old are you? Goodbye. Goodbye. Lieber doppelt sagen, anstatt zu wenig. Das sind übrigens auch Interaktionen, die man immer fotografieren kann, die Antworten auf dem Board. Früher in der alten Version habe ich so immer Interaktionen abgefarmt. Ja, gut. Ja, das habe ich früher immer gemacht. Da habe ich das bei Solo immer an den Rand der Tür, habe ich mich immer gestellt vom Ausgang und habe das eben so lange benutzt, bis der huntet und dann eben einen Schritt zurück gemacht, habe die Interaktionen gefarmt und wenn der dann anfing zu hunten, habe ich vorher Videokameras überall verteilt im Haus und konnte den im Truck dann beobachten, während der huntet. Das konnte man nur früher auf Solo machen. Jetzt geht das ja leider nicht mehr, weil der Hunt sofort stoppt, wenn niemand im Haus ist. War früher immer so eine Taktik. Unsere Sanity müsste doch eigentlich am Arsch sein. Warum huntet der nicht? Ich verstehe es auch nicht. Farmt mal weiter. Farm Parabol, seid in der Nähe vom Versteck. Ich gehe mal nach der Sanity schauen, weil ich kann mich zur Not verteidigen. Wer hat denn das Licht draußen angemacht? Wenn wir wissen, dass das der Geist war, dann können wir nämlich, weil der hat ja mir vorhin ein Event gegeben, dann können wir den Meer ausschließen. Es ist ein Event, alles okay. Wir sind aber in Hunting Range. 44 bis 46. Ist das schon wieder in die Open? Sei vorsichtig, der huntet noch nicht. Es könnte wieder in die Open sein, wenn der erst bei 40 wieder huntet. Natürlich ist es die Dusche, wo man nicht drankommt. Sorry, ich kann die Dusche nicht ausmachen, weil das ist zu verwinkelt, da reinzukommen. So. Okay. Haben wir noch ein Parabol hier? Weil dann kann ich auch noch kurz ein bisschen Parabol farmen. Ja, ich habe eins. Ja, ich farm noch kurz ein, zwei Whispers. Danach könnt ihr die anderen Runden die ganze Zeit farmen. Falls der mir weg ist. Das war das Kurzi. Ah, ich mach das Licht hier an. Ich gehe nach der Sanity schauen. Bleibt auf jeden Fall in der Verstecknähe. So, Licht ist noch an. Die beiden sitzen im Licht. Das heißt, die Sanity bleibt stabil. Könnte ein Shade sein oder ein Deochen. Seid vorsichtig. Vorsichtig sein. Ich komme ganz schnell zu euch rüber, falls es ein Deochen ist. Denkt dran, ihr müsst dann mit mir runterlaufen ins Wohnzimmer. Ich sag dann Bescheid, wann ich smudge. Ihr könnt den hier auch juken, theoretisch. Wenn ihr euch ganz hier in die Ecke stellt, den auf euch zukommen lässt, könnt ihr hier an dem Rand dann so vorbeilaufen und rausrennen. Ihr müsst dann hier in der Ecke stehen, weil der Raum ist groß genug, um ihn zu juken. Aber ist sehr spät, als er versucht hat zu handeln. Also wir waren jetzt so unter 35 sogar. Also es könnte ein Deofen sein oder ein Shade. Mal gucken, ob wir noch einen Whisper kriegen, kurz bevor es losgeht. Ah, cool, habe ich noch einen Whisper bekommen. Hier, Küken, kannst du noch mal weiterfarmen. Ich behalte lieber einen zweiten Smudge, falls wir hier raus müssen. Okay. Denk dran, die Parabols wegzuscrollen oder auszuschalten, wenn der dann nachher handeln sollte. Außer es ist ein Deochen. Dann können die anbleiben. Deochen, Deochen! Bleib draußen, Kiki! Aber der kommt her. Schnell! Aber hallo! Lauft, lauft! Lauf, lauf! Macht eure Kopflampen ruhig an. Parabols könnt ihr auch ruhig anlassen. Und lauft ihr runter. Der Hand geht auch ganz kurz. Zug vorbei. Cool, zwei Deochen hintereinander. Was will man mehr? Ja, stell da unten schon mal eine Kamera hin für Kiki ins Wohnzimmer und mach das Licht da schon mal an. Flur, Deochen. Hier oben sind direkt zwei Kameras. Kannst dir eine nehmen?
Na, Kiki, du kannst das gleich von draußen beobachten. Hey, du hast den Ochen überlebt. Ich muss doch nur einmal in 100 Fällen. Ja. Also, wir warten kurz auf den Hand. Ich meinte natürlich mal wieder oben rumzuhängen. Na komm, gib mir einen Whisper. Na komm, sag was. Sag was. Jo, und das war die kleine Ehrenrunde. Leider sind die Hans hier so kurz. Das ist schon ein bisschen doof, wenn die so kurz sind, die Hans. Besonders, wir haben zwei Deochensatz. Schade. Ja, so ein Glück muss man erstmal haben, was wir jetzt hatten. Habt ihr Deochen drin? Yes. Es ist definitiv kein Mimik, weil es war wieder zweimal Deochenhand. Deochen Sidestep. Ein guter alter Deochen. Das heißt, wir brauchten gar keinen Speckraum diesmal. So. Ach, ich habe ja mein Geld bekommen. Ach, wie schön. Da seht ihr, das bekommt man, wenn man es abschließt. Das war jetzt für mich die dritte Runde gewesen. Deshalb habe ich die Belohnung jetzt bekommen. Die beiden brauchen aber noch eine. Das heißt, wir werden noch eine spielen. 4 Events, 2 Hans. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Yay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.